Schönen guten Tag. Ich bin vor ein paar Tagen auf einen sehr, sehr interessanten Artikel gestoßen. Und da geht es darum, dass in Kalifornien ein Studentenwohnheim für 4.500 Studierende gebaut werden soll. Für 4.500 Studierende, das muss ich mir ja vorstellen. Aber das Besondere daran ist nicht die schiere Größe, sondern dass 90% der Räume dort kein Tageslicht bzw. keine Fenster haben sollen. Also das fand ich schon richtig krass. Deswegen lesen wir hier mal zusammen den Artikel oder die Artikel, die ich dazu gefunden habe. Und ich kommentiere das Ganze mal so ein bisschen und nehme das gleich als Anlass, generell mal ein bisschen was zum Thema Kunstlicht, ja, oder zum Thema Beleuchtung zu sagen. Das ist nämlich ein sehr, sehr wichtiges Thema für mich. Ich denke mal, ist auch interessant für euch jetzt zur dunklen Jahreszeit, ja, wo ihr sowieso sehr viel in Räumen verbringen werdet, sehr viel unter Kunstlicht verbringen werdet. Ich sag euch mal, wie mein Lichtsetup im Winter aussieht, ja, das einigermaßen gesund ist. Ja, ich sag euch mal, dass oder zeige euch mal, dass es auch ein ungesundes Lichtsetup in dem Sinne geben kann und wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem Video. So, Freunde, also das hier ist der Artikel, den ich gefunden habe im Stern. Es gibt noch einen Artikel in der Zeit, den schauen wir uns auch gleich mal an. Also ihr seht, die Überschrift hier: Soziales Experiment. Milliardär will Studierendenwohnheim fast ohne Fenster bauen. Also ihr nehmt es mir bitte nicht übel, wenn ich hier ab und zu mal Studentenwohnheim sage. Ich bin halt noch, sag ich mal, ich bin halt schon ein bisschen ältere Generation. Da darf man auch noch Studentenwohnheim statt Studierendenwohnheim sagen. Aber das nur am Rande. Also fast ohne Fenster. Ja, so soll das Ganze dann ungefähr aussehen. Sieht so ein bisschen aus hier wie diese Gebäude, wer schon mal in Berlin war, in der Frankfurter Allee, Richtung Frankfurter Tor. Ja, so eine ähnliche Architektur irgendwie von außen. Ja, aber ihr seht, hier gibt es doch schon ein paar Fenster, wenn man sich das so anguckt. Man kann schwer einschätzen, sozusagen, wie groß das jetzt insgesamt ist, ja, von der Fläche. Aber wenn da 4.500 Studierende eingepfercht werden sollen, dann muss das wirklich schon riesig sein. Ja, da kann man wahrscheinlich hier mit dem Auto losfahren, dann ist man erstmal hier ein paar Minuten unterwegs, bis man da hier ganz am Ende angekommen ist. Ich habe mal geguckt, in Deutschland das größte Studentenwohnheim. Ich glaube, das müssten so 400-500 Leute beherbergen. Weiß ich nicht, ob ihr schon mal in einem Studentenwohnheim gelebt habt. Ich ja, in Berlin, ja, in Charlottenburg. Das war sozusagen ein kleines Haus eigentlich. Ja. Da haben vielleicht 100 Leute oder so gewohnt. Mein Zimmer war da letztendlich auch einfach nur so eine Abstellkammer. Ich will nicht wissen, wie das Ganze dann hier aussieht, wenn da 4.500 Leute eng auf eng gepfercht sind. Also hier steht es, 94% der Räume sollen fensterlos sein. Und dann aber auch hier in der Überschrift, ja, sieht man es schon, Milliardär will Studentenwohnheim fast ohne Fenster bauen. So, lesen wir mal hier. Mithilfe eines Milliardärs will die Universität von Kalifornien ein Wohnheim für 4.500 Studierende bauen. Also ihr wisst vielleicht, die Universität von Kalifornien ist nicht die eine Universität. Das sind eine ganze Menge Unis in Kalifornien. Aber um die es hier geht, ist konkret die Uni in Santa Barbara. Oder wie heißt das genau? Santa Barbara? Weiß ich jetzt nicht genau. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Und ja, ich lese mal weiter. Bezahlbaren Wohnraum zu finden ist für Studierende oft schwer. Vor allem in den USA, wo sich aufgrund der hohen Studiengebühren viele für ihre Ausbildung verschulden. Ja, denke ich mal, kann schon so sein. Aber ich sag mal, wenn man da für sein Studium, weiß ich nicht, sich mit 100.000 verschuldet, da kann man auch mal 500 Euro im Monat für eine gute Wohnung bezahlen. Ja, anstatt dann für so ein Loch sozusagen ohne richtiges Licht. Deswegen das jetzt nicht unbedingt ein Argument. So, mit Unterstützung des 97-jährigen Milliardärs Charles Munger, also um diesen Milliardär geht es hier in diesem Artikel, will die Universität von Kalifornien nun eines in dieser Form wohl einzigartiges Gebäude hochziehen, die Munger Hall. Ja, wird dann natürlich auch nach ihm benannt. Sie soll Platz für 4.500 Studierende bieten. Der Haken daran: Die meisten der Apartments werden über keine Fenster verfügen. Also das ist schon wirklich krass. Ja, ich hatte gesagt, ich will in diesem Video auch mal so ein kleines bisschen was zum Thema Licht sagen. Und da geht es mir wahrscheinlich wie euch. Ich leide auch schon immer schon so ein bisschen halt an dem Winter hier in diesen Breitengraden. Ihr seht es hier draußen, ja, da scheint jetzt nicht viel Sonne. Ja, da ist der Himmel bedeckt irgendwie. Da ist es wirklich sehr dunkel. Es wird halt abends auch schnell dunkel. Man hat wenig Tageslicht. Ja, das schlägt sich auf alles Mögliche nieder. Nicht nur auf das Gemüt, sondern generell auf den Gesundheitszustand. Wir neigen auch mehr zu Infektionskrankheiten, was jetzt nicht nur an der Kälte und an der Nässe liegt, sondern auch am Lichtmangel, Vitamin D-Produktion, sowas ist hier ein
Stichwort, im Sommer geht es uns einfach viel, viel besser. So, und wenn wir dann im Winter noch mehr in Räumlichkeiten abhängen, ja, zum einen berufsbedingt, dass man da tagsüber die ganze Zeit im Büro arbeitet und deswegen schon wenig draußen ist. Wenn man da noch ein Fernstudium macht, ja, berufsbegleitend studiert, da hat man wirklich nicht mehr sehr viel Tageslicht im Winter, ja. Wenn man dann rauskommt aus dem Büro, ist sowieso schon dunkel und dann lässt man natürlich abends sehr lange noch das Licht brennen. Je nachdem, was man für Licht verwendet, werde ich auch mal gleich noch so ein paar Sachen sagen, aber das schlägt sich auf jeden Fall auf unsere Gesundheit nieder. Und dann ist natürlich krass, wenn man nicht mal Fenster in seiner Wohnung hat, ja, also vielleicht gibt es ja auch welche unter euch, die arbeiten auch in fensterlosen Büros, wenn man dann so Halogenleuchten oder sowas an der Decke hat, die flimmern dann auch noch extremst und so weiter, ja, das sorgt dann für Kopfschmerzen und alles Mögliche, also das ist schon krass, ich weiß nicht, was der sich hier dabei gedacht hat, aber wir lesen mal weiter, ja. Munger ist Aktionär der Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway und gilt als engster Vertrauter des Milliardärs Warren Buffett. Sein eigenes Vermögen wird auf 2,3 Milliarden US-Dollar geschätzt. Er hat auf jeden Fall schon ein paar Kröten, sag ich mal, zur Verfügung. Für den Bau des Wohnheims hat er 200 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt. Allerdings unter einer Bedingung. Der Komplex soll genau nach seinen Vorstellungen errichtet werden. Und die sorgen nun für Irritationen. Ich muss mal sagen, ich bin da auch ziemlich irritiert, warum die Hochschule das hier nicht hinbekommt. Ja, das ist ja eine staatliche Hochschule. Warum die es nicht hinbekommt, hier aus eigenen Mitteln so ein Studentenwohnheim zu bauen. Ja, und da muss man dann auch nicht irgendwelche Bedingungen von irgendjemand annehmen, der das Geld dann philanthropisch spendet, weil aus meiner Sicht ist es dann gar nicht mehr so philanthropisch, wenn da noch irgendwelche Bedingungen dran geknüpft sind. Ja, es war schön, dass ihr da 200 Euro zur Verfügung stellt, um so ein Gebäude zu errichten. Ich vermute mal, der wird dann auch an den Mieteinnahmen im Nachhinein verdienen, aber es ist trotzdem interessant. Ja, so was Ähnliches kann man auch hier in Deutschland beobachten, weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, mit dem Spiegel, der jetzt schon wieder jetzt kürzlich eine Spende von einem anderen Milliardär, von Bill Gates oder von der Bill and Melinda Gates Foundation bekommen hat, wofür auch immer. Ja, da ging es jetzt, glaube ich, nicht um 200 Millionen, sondern um 2, 3 Millionen müssten das gewesen sein. Ja, keine Ahnung, ob da auch Bedingungen dran geknüpft waren an diese Spende, aber ja, sobald da irgendeine Bedingung dran geknüpft ist, jetzt mal abgesehen von der Namensgebung, ja, dass dieses Gebäude dann nach diesem tollen Milliardär benannt wird, ist es doch gar nicht mehr so philanthropisch eigentlich. Aber das nur am Rande. Also, die Pläne sehen nämlich vor, dass 94% der Bewohnerinnen und Bewohner in dem 11 Stockwerke hohen Gebäude keine Fenster in ihren Zimmer haben sollen, berichtet der Santa Barbara Independent. Stattdessen sind in den Räumen Leuchten geplant, die Tageslicht simulieren sollen. Das finde ich auch ziemlich interessant. Das würde mich mal auch mal interessieren, was das konkret sozusagen für Leuchten sein sollen. Ja, weil Lichter sind nicht gleich Lichter. Da werde ich gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Es gibt ganz verschiedene Arten von Beleuchtung. Ja, es gibt natürlich Kerzen. Es gibt heutzutage LED-Leuchten, die, soweit ich mich damit beschäftigt habe, nicht sonderlich positiv auf unseren Organismus einwirken. Es gibt noch so die ganz klassischen Glühlampen, da wird man hier wahrscheinlich nicht machen. In so einem Gebäude und auch generell macht man das ja aus Umweltschutzgründen heutzutage eher ungern. Deswegen würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was die sich architektonisch dabei so gedacht haben. In einem anderen Artikel, den wir uns gleich nochmal anschauen können, geht es dann auch darum, dass die sich vorstellen, dass da überall quasi so Bildschirme an den Wänden sind, ja, wo man dann doch rausschauen kann in dem Sinne, ja, natürlich nur in eine digitale Außenwelt. Gucken wir uns dann gleich nochmal an dem anderen Artikel. So, also Dennis McFadden, ein Architekt, der die Universität seit vielen Jahren bei Bauprojekten unterstützt, hat deshalb die Zusammenarbeit aufgekündigt. Als Architekt, Elternteil und Mensch, Zitat, könne er diese Pläne nicht unterstützen, schrieb McFadden in einem Brief an die Universität, aus dem der Santa Barbara Independent zitiert. McFadden fürchtet um die Gesundheit der Bewohnerinnen und Bewohner. Zitat: Zahlreiche dokumentierte Beweise zeigen, dass Innenräume mit Zugang zu natürlichem Licht, Luft und Blick auf die Natur sowohl das körperliche als auch das geistige Wohlbefinden verbessern, schreibt er. Das Design der Munger Hall folge der Vision eines einzelnen Geldgebers, ohne wissenschaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen. Ja, also
Vielleicht berücksichtigt er auch wissenschaftliche Erkenntnisse. Aber es ist schon ziemlich experimentell so, was der hier durchzieht. Ich verstehe auch die Motivation dahinter nicht so richtig. Ja, wie man sozusagen unter dieser Bedingung so ein Gebäude für Studierende hochziehen will. Ja, und nur unter so einer Bedingung das ganze Geld spenden. Es kommt mir ehrlich, mir persönlich, ja, weiß nicht, wie es euch geht. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Aber ich persönlich finde die Motivation dahinter schon so ein bisschen psychopathisch, aber vielleicht verstehe ich das auch ganz falsch. Ja, vielleicht ist es auch doch schon eine ganz philanthropische Sache, will ich mal sagen. McFadden sieht, oder einfach auch nur eine wirtschaftliche Sache letztendlich. McFadden, er sieht darin ein soziales und psychologisches Experiment mit unbekannten Auswirkungen auf das Leben und die persönliche Entwicklung der Studierenden. Hat ja natürlich, ja, wie letztendlich jeder auch selber, die Entscheidungsgewalt darüber jetzt, ob er in so ein Loch dann ziehen will oder nicht. Studierende sollen Zeit in Gemeinschaftsräumen verbringen. Ja, das ist dann wiederum der interessante Aspekt, was das Ganze angeht. Auch dem Mäzen Charles Munger scheint klar zu sein, dass Räume ohne Tageslicht nicht besonders attraktiv wirken. Das ist allerdings Teil des Konzepts. So sollen die Studierenden dazu motiviert werden, sich in den hellen Gemeinschaftsräumen zu versammeln, statt sich allein in ihren Apartments zu verkriechen. Ja, das finde ich auch einen interessanten Aspekt. Also er hat mich auch beim Lesen so ein bisschen erinnert an meine eigene Studentenzeit, beziehungsweise an mein Geschichtsstudium. Ja, so in den ersten Semestern intensiv mit griechischer, römischer Geschichte und so weiter auseinandergesetzt. Da hat man sich natürlich auch mit Sparta auseinandergesetzt und ja, der spartanischen Gesellschaft und Gesellschaftsform. Daher kommt ja auch das, oder haben wir das übernommen, das Wort spartanisch, die auch in dem Sinne keinen eigenen Besitz hatten. Ja, keine sonderlich ansprechenden Räumlichkeiten, wo es dann mehr so um die Gemeinschaft geht. Und ich denke mal, da gab es auch noch viel stärker dadurch eben dann so ein Gemeinschaftsleben. Man war eben mehr zusammen, ja, auf Plätzen, auf Marktplätzen und so weiter. Aber nicht in Innenräumen, ja, so wie dann hier in diesem Konzept, sondern draußen, ja, in der frischen Luft und so weiter. Ja, aber hier, ja, wird man sich dann wahrscheinlich sehr viel in den Gemeinschaftsräumen treffen. Ich weiß nicht, was das dann für Gemeinschaftsräume sind. Bei 4.500 Studierenden, also wie bei uns an der Uni Erfurt, die Mensa, ja, wenn die richtig voll ist, so, da hat man auch ein paar hundert Leute drinne. Da kann man sich auch nicht normal unterhalten und alles. Keine Ahnung, wie das dann hier konzeptionell die sich so ausgedacht haben, ja, aber schon ein Experiment, ja, was sie dann mit so einem Gebäude hier starten. Trotz der Kritik an dem Bauprojekt hält die Universität weiter an den Plänen fest. Der Bau werde wie geplant fortgesetzt, teilte die Uni mit. Kanzler Henry Yang bezeichnete das Design als inspirierend und revolutionär. Ja, das Wohnheim soll insgesamt 1,5 Milliarden Dollar kosten und 2025 eröffnet werden. Also wie viel spendet der hier? 200 Millionen? Ja, von den 1,5 Milliarden. Und dafür kann er dann bestimmen, sozusagen, dass das Ganze keine Innenräume haben soll. Gut, dann gab es noch hier einen anderen Artikel in Zeit Online dazu, habe ich gefunden. Den lesen wir jetzt nicht komplett. Ja, das würde jetzt zu lang dauern. Da wird hier erstmal nochmal wiederholt, natürlich, was wir jetzt hier in einem anderen Artikel schon gelernt haben. Hier wird der ganze Artikel mal so ein bisschen kommentiert. Letztendlich, hier wird das Ganze ein bisschen mehr kommentiert in der Zeit. Ihr seht ja, hier geht es dann auch gleich um Finanzkapitalismus und seine Architektur. Ja, also ein bisschen, würde ich jetzt mal sagen, hier so ein bisschen eine linke Perspektive auf diese ganze Thematik. Wir können hier mal einsteigen. Natürlich, die Architekturkritik, schreibt der Autor, ist entsetzt. Ein Haus ohne Fenster, das sei ja was? Massenmenschhaltung zwecks Bildungsmast? Absurd, ist dann die Antwort sozusagen von Charles Munger auf diesen Vorwurf Massenmenschhaltung. Ja, absurd, sagt Charles Munger und verweist auf die Kreuzschifffahrt, wo Menschen viel Geld für enge Kabinen zahlen, oft fensterlos, dafür aber mit dem ausgestattet, was Munger als Virtual Windows preist. Fake-Fenster gewissermaßen. Ja, sehen aus wie echt, auch wenn sie die Sonne nur simulieren. Also quasi große Bildschirme an den Wänden. Ich sag mal, so eine Kreuzschifffahrt, ja, mit einem Studentenwohnheim zu vergleichen, ist auch schon ein recht gewagter Vergleich. Ja, auf so einer Schifffahrt, auf so einer Kreuzfahrt, ich weiß nicht, wie lange ist man da unterwegs, einen Monat vielleicht. Ja, da bist du auch die meiste Zeit dann wahrscheinlich auf dem Sonnendeck, also in dem analog zu den Gemeinschaftsräumen dann in diesem Gebäude. Ansonsten bist du natürlich an Land, ja, und besuchst da irgendwelche Städte und so weiter, aber du bist ja nicht die ganze Zeit in deiner 5 Quadratmeter Kabine so mäßig oder 20 Quadratmeter
Ja, und auch nicht bei allen, auf allen Kreuzschiffen gibt es dann so riesige Bildschirme, wo dann die Sonne drauf scheint. Aber so stellt er sich dann wahrscheinlich die Räume vor, ja, in seiner Milliardärsfantasie. Räume mit großen Bildschirmen. Und woran ich da denken musste, vielleicht ihr auch, als ich das gelesen habe, ist diese Serie, die es auf Netflix gibt oder mal gab. Die heißt Black Mirror. Weiß nicht, ob euch die was sagt. Davon habe ich auch nur eine Folge gesehen. Ja, so ein bisschen eine Dystopie. Zumindest die eine Folge, die ich da gesehen habe. Da geht es ganz genau darum, eigentlich um so eine Community von Menschen. Weiß nicht, ob damit dann auch die gesamte Menschheit sozusagen gemeint ist, die nur noch in so einen Räumen leben, die nur noch sozusagen alles nur noch auf Bildschirmen wahrnehmen, wo es keine richtige Außenwelt, keine richtige Welt mehr gibt. Ja, in dem Sinne, vielleicht weil die Erde vielleicht zerstört ist oder was auch immer. Als ich das gesehen habe, weiß nicht, ist mir total unwohl geworden einfach. Deswegen habe ich die Serie dann auch nicht weiter gesehen. Ja, ich habe mir nur die eine Folge da reingeguckt. Ja, aber wenn ich mir so eine Gesellschaft irgendwie vorstelle und mir auch vorstelle, dass jemand so sein Leben verbringen muss, ja, so eingefärcht erstmal mit diesen ganzen Massen an anderen Menschen. Das sorgt ja auch so schon immer für einen gewissen Grundstress, wenn so viele Menschen auf so engem Raum zusammen sind. Und dann hast du auch keine richtige Sicht nach draußen, wie wir, wenn es richtig tiefster Winter ist und man den ganzen Tag nur so in der Bude hockt, irgendwie nicht richtig rauskommt. Ich meine, Kalifornien, das ist Wetter mal noch ein bisschen anders. Da macht es auch mehr Spaß, wahrscheinlich rauszugehen. Ja, da ist man wahrscheinlich auch ein bisschen mehr draußen. Aber trotzdem, daran muss ich irgendwie denken, wenn ich hier lese Virtual Windows. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt, sozusagen von Räumen, ja, die dann nur noch aus so Monitoren bestehen, ja, und dann guckst du halt den ganzen Tag da auf deinen künstlichen Sonnenaufgang, wie in dieser Serie da Black Mirror. Wenn du draußen unterwegs bist, ja, guckst du sowieso nur die ganze Zeit auf dein Handy, plus so mit anderen nicht groß interagieren zu müssen. In der Bibliothek sitzt du auch an einem Rechner irgendwie, um deine Hausarbeiten zu schreiben, was auch immer. Also das ist schon sehr dystopisch und finde es auch krass, wie sich diese Dystopie dann hier in solchen Projekten, zumindest aus meiner Sicht, manifestiert. Auch in Mangas Neubau in LA, wird es sie geben. Fenster mit Frühlingslicht, ja, das einem freundlich weckt. Ja, weiß jetzt nicht genau, was mit diesem Neubau gemeint ist. Wahrscheinlich irgendein anderes Gebäude, dann auch noch so, was der auch noch mitfinanziert oder bauen lässt, ein Wohngebäude wahrscheinlich. Vielleicht leuchtet zum Schein ein blühender Baum herein, eine weiße Wolke schwebt vorüber. Kurz, es wird hier viel schöner, ausbalancierter zugehen als in der wirklichen Wirklichkeit. Erinnert mich auch so ein bisschen daran, ja, weiß nicht, wann ihr das letzte Mal auf irgendeinem Amt war, so Beamte, die dann auch einen ganzen Tag in ihrem Büro halt arbeiten, so Sachbearbeiter, die haben ja dann häufig auch immer so, oder habe ich häufiger schon gesehen, so eine Urlaubskalender an ihren Wänden hängen, ja, da hast du dann immer so eine Palme irgendwie oder siehst da halt so ein Stückchen Mittelmeer oder was auch immer, irgendeinen schönen Sonnenaufgang oder hast so ein Windows, also auf deinem Rechner, so als Hintergrundbild, irgendeinen schönen Sonnenaufgang und sowas, ja, einfach um dich daran zu erinnern, wie schön es eigentlich draußen ist, weil du ja in deinem Leben halt selber sehr, sehr wenig rauskommst, zumindest im Alltag. Ja, dafür hat man dann den Urlaub, um irgendwie mal ein bisschen mehr unterwegs zu sein. Letzter Absatz: Wer heute ein Studium beginnt, wird sich Manga denken, hat eh keine Zeit, ja, aus dem Fenster zu schauen. Ja, er schaut immer zu auf Bildschirme, die ihrerseits nur Virtual Windows sind und die Welt ins Scheinhafte ziehen. So, letzte Assoziation dazu ist dann natürlich Platons Höhlengleichnis. Oder sagen wir mal, vorletzte Assoziation, die ich hier zu dieser ganzen Geschichte habe, ist Platons Höhlengleichnis. Das sagt euch bestimmt auch was. Ja, erinnert mich auch so ein bisschen daran, da sitzen die Menschen ja auch die ganze Zeit nur in ihrer Höhle. Hinter ihnen ist das Feuer sozusagen, das flackert die ganze Zeit Schatten an die Wand. Ja, so ein bisschen wie Bildschirme dann. Die Wände letztendlich, also die nehmen die Realität nicht mehr wirklich wahr, sondern nur noch Schatten der Realität. Und jetzt wirklich die allerletzte Assoziation, die ich habe, weiß nicht, die Science-Fiction-Fans unter euch, ja, oder die Nerds, die kennen vielleicht die Serie Perry Rhodan, also so eine Science-Fiction Groschenromanhefte, eigentlich, ich glaube, es ist so in 60er Jahren oder so entstanden, das habe ich in meiner Jugend sehr viel gelesen. Da gibt es einmal so diese Groschenromane, die es heute glaube ich, immer noch gibt, ja, die da jede Woche oder jeden Monat oder so, weiß ich nicht mehr genau, rauskommen. Wirklich ganz wunderbare Science Fiction. Und in dieser Welt, in dieser Science Fiction, diesem Universum an Geschichten, so das da aufgebaut wurde, gibt es auch so eine außerirdische Rasse, die leben da, glaube ich, irgendwo. Irgendwo leben die auf jeden Fall. Und die werden am Anfang auch so beschrieben,
dass die so dekadent eigentlich sind, so dass sie wirklich ihre Zeit, ihre Lebenszeit nur noch damit verbringen, auf Bildschirme zu schauen. Das fand ich krass damals, als ich das gelesen habe in meiner Jugend mit 14, 15, dann habe ich gedacht, sind die nur dumm? Ja? Warum gucken die ganze Zeit nur noch auf ihre Bildschirme? Ja? Ich wusste ja damals noch nicht, dass das Ganze 10, 15 Jahre später eigentlich bei uns so eine Art Realität ist, ja. Also ich hoffe mal, das ändert sich irgendwann mal wieder. Aber wir verbringen so viel Zeit auf Bildschirm, auch ihr gerade, ja, die ihr hier gerade dieses Video schaut, auch ich jetzt gerade beim Aufnehmen. Also ich habe hier den Bildschirm sozusagen von der Kamera, wo ich mich selber sehe. Ich habe den Bildschirm hier mit diesem Artikel vor mir auf. Ja, ich habe hier noch einen Handybildschirm. Ich will nicht wissen, wie viele Bildschirme ich generell hier im Büro und in der Wohnung habe. Ja, ungefähr so 10. Und davon sind eigentlich 5 Bildschirme permanent an. Aber jetzt das nur noch mal am Rande, das ist die allerletzte Assoziation dazu. Ich wollte mal noch ein bisschen was generell zur Beleuchtung in der dunklen Jahreszeit sagen. So, Freunde, und Beleuchtung ist ein Thema, mit dem setze ich mich schon lange auseinander, jetzt schon ein paar Jahre, wirklich sehr intensiv auch. Ja, damit, wie wirkt sich Licht auf unseren Organismus aus, auf unsere Stimmung? Ich will das jetzt nicht zu sehr vertiefen, nur ein paar Anhaltspunkte geben für euch, wenn euch das Thema interessiert. Schaut mal bitte hier in diesen Artikel auf unserer Agenturseite. Ich verlinke euch den auch in der Beschreibung. Und den habe ich geschrieben. Der hat die Überschrift, was Licht mit Produktivität zu tun hat. Die optimale Beleuchtung am Arbeitsplatz. Sicherlich auch interessant für euch, ja, für euer Fernstudium, wenn ihr studiert und so weiter. Gerade jetzt für diese dunkle Jahreszeit. Hier geht es letztendlich darum, um die unterschiedlichen Arten von Licht, LED-Licht, Monitorlicht, normales Glühlicht und so weiter. Und darum, ja, dass ein Teil dieser Arten von Beleuchtung eigentlich in dem Sinne Junklicht ist, ja, also kein Biolicht und sich eher weniger förderlich auf unseren Organismus auswirkt, zumindest wenn wir dem Ganzen zu lange ausgesetzt sind. Ja, nur ein Beispiel, Monitorlicht beispielsweise hat in der Regel einen sehr hohen Anteil an blauem Licht und wenn ihr jetzt weiblich seid, ja, und so anti-aging-mäßig und so interessiert seid, habt ihr euch bestimmt auch schon mal damit beschäftigt, wie sich dieses blaue Licht ja weniger förderlich auf euer Hautbild beispielsweise auswirkt, ja, weil die Haut dann mehr dazu neigt, schneller zu altern und so weiter. Das Ganze steht hier auch in diesem Artikel, könnt ihr einfach mal ein bisschen nachlesen. Ihr wisst ja sicherlich auch, ja, wenn ihr zu spät abends noch auf eure Bildschirme guckt, ja, ob es nun Handy ist, Tablet, Monitor, dann wirkt sich das auch weniger förderlich auf euren Schlaf aus. Und natürlich, wenn euch das Tageslicht fehlt, fehlt euch auch die Sonne. Aus diesem Grund, ja, weil ich mich damit jetzt schon jahrelang beschäftige, habe ich gerade im Winter wirklich ein sehr, sag ich mal, ausgeklügeltes Licht-Setup. Ja, die Basis, zumindest für die Abendstunden, sind bei mir mal Kerzen. Ja, da sind in der Regel nur noch Kerzen an abends, sobald es dunkel wird oder so ganz gedimmtes Glühlicht. Ja, aber in der Regel dann Kerzen. Das wirkt auch einfach angenehmer für meine Augen. Das wirkt sich nicht so negativ auf den Schlaf aus. Und tagsüber habe ich keine LED-Leuchten in meiner Wohnung, sondern wirklich hier so richtige Glühlampen. Ja, also die gibt es nicht mehr ganz so einfach zu kaufen. Ja, ich habe da einfach einen dicken, fetten Vorrat. Das hier ist eine 100-Watt-Glühlampe. Die leuchtet dann hier die meiste Zeit über. Ich weiß, es frisst einen Haufen Strom und so weiter. Ich versuche da natürlich an anderer Stelle wieder Strom einzusparen, ja, oder ökologischer zu sein. Aber das ist einfach besser für meine Gesundheit, zumindest danach, wie ich mich damit beschäftigt habe. Also bei mir gibt es nur Glühlampen tagsüber. Auch wenn das einen Haufen Strom frisst. Ich benutze auch viel so Infrarotlampen und Infrarotlicht. Auch gerade im Winter ist es immer angenehm, wenn man sich damit so ein bisschen wärmen kann tagsüber. Dann habe ich hier auch so richtig Hardcore-Tageslichtlampen. Das hier ist so eine Reptilienlampe eigentlich. 300 Watt, die auch UVB-Strahlung und UVA erzeugt. Ja, damit kann man sich auch so ein bisschen die Vitamin D-Produktion steigern. Ich habe hier zu Hause auch so eine Art kleines selbstgebautes Solarium mit richtigen Solariumröhren. Das benutze ich dann auch im Winter. Was ich auch ganz gerne benutze, sind hier so RGB-LED-Lampen. Also es ist die einzige Art von LEDs, die ich benutze. Hier kann man nämlich ein komplettes, richtiges, tiefes Rot einstellen. Und dieses Rot ist das einzige, was ich zusätzlich zu Kerzen dann abends noch benutze, weil das eben meinen Schlaf nicht so sehr unterdrückt, wie jetzt noch mal helles blaues Licht. Schaut einfach mal in diesen Artikel, ja, da beschreibe ich hier eine ganze Menge davon, auch was man tagsüber machen kann, wie man sich den Winter so ein kleines bisschen erträglicher machen kann. Ja, also hier gibt es auch wirklich eine ganze Menge Referenzen, Verweise dazu in diesem Artikel. Und ansonsten schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was ihr von diesem komischen Gebäudekomplex haltet, ja, oder minus das komisch. Ich will euch jetzt nicht irgendeine Meinung aufdrücken, das ist meine Meinung. Vielleicht seht ihr das auch ganz anders. Ich würde mal sagen, wir sehen uns in einem der nächsten Videos auf diesem Channel.
Euer Wort.